Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder ein Haul und deswegen habe ich mich hier jetzt einmal schon vom Spiegel platziert und wollte euch gleich einmal, also ein Haul, von wo ein Haul, ist von Bershka. Da gab es ja in der App vor einer Woche, glaube ich, oder so, minus 50%. Und da musste ich zuschlagen. Es gab so, so viele coole Sachen im Sale. Es hat mir nicht alles gepasst. 4, 5 Sachen schicke ich wieder zurück. Die zeige ich aber auch hier gar nicht, weil ich es eben gar nicht nehme. Das erste Teil, ich fange gleich einmal an, ist diese tolle Weste. Und wie gesagt, die kann man entweder so geschlossen tragen, aber ich glaube, offen sieht die etwas cooler aus. Ich trage die mit einem langen Strickpullover. Man kann sie auch mit einem Hemd tragen, aber da es heute sehr kalt ist, ziehe ich das so an und habe auch so vom H&M in meinem letzten Haul meine dicke Strickhose an, die was mir auch sehr gefällt. Und das absolute Highlight ist innen dieses Teddyfell. Ich finde das so, so schön und es ist so warm. Und ich liebe es einfach, weil es auch so schön warm ist. Ich bin immer so erfroren und ja, so ein toller Jeans-Look ist es hier auch. Und man kann auch gut, ich habe auch so eine High-Waist-Hose mit Löcher, aber das wäre mir heute eindeutig zu kalt gewesen. Kann man auch dazu tragen. Ja, man kann es vielseitig kombinieren eigentlich. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, von dieser Bestellung mein absolutes Highlight. Aber es gibt noch so, so viele schöne Sachen, die was ich euch noch zeigen möchte. So, und das war jetzt einmal das erste Teil. So, die nächsten zwei Teile habe ich jetzt schon mal an. Und zwar, das ist eine Weste auch. Wieder eine Weste. Und zwar in lang, übers Knie. Die kann man gut für Herbst und Frühling nehmen, weil sie nicht ultra dick ist. Aber man kann sie auch toppen mit einem ultra dicken Pulli. Dann würde es sogar vielleicht sogar für den Winter auch noch gehen. Finde ich total schön. Ist auch eine gerade Passform, also nichts tailliertes, aber das ist auch so gewünscht. Man kann es offen tragen oder geschlossen, da ist eh ganz klar. Und was ich euch noch zeigen muss, was der absolute Kracher ist, sind diese geilen Boots. Ich mag sie so, so sehr, weil sie haben eben eine Plateausohle, die was durchsichtig ist. Ich habe schon so lange geschaut nach diesen Schuhen, nach solchen Schuhen und irgendwie habe ich nie was Passendes gefunden. Man kann sie eben auch zu einem Midi-Rock tragen, was mir auch wichtig war, weil ich habe zwar fast genau die gleichen, aber eben in Overknee. Und das ist halt schon etwas schwierig. Da muss man immer einen kurzen Rock oder eine kurze Hose anziehen. Aber wenn man mal irgendwas übers Knielänge hat oder ein Kleidchen, ein Strickkleid oder so, dann passen diese Halbhohen einfach viel besser. Und ja, deswegen bin ich sehr, sehr glücklich und diese zwei Teile bleiben definitiv. So, das wäre jetzt schon mal ein Look. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich die Stiefeln im Sommer anziehen würde, aber nur so jetzt mal zum Vergleich. Also wenn man mal was Kürzeres anhat oder natürlich, es geht auch länger, dann passen diese Stiefel oder Boots auch super dazu. Natürlich würde ich das nicht im Winter so anziehen, ist ja ganz klar. Aber es geht jetzt um die Hose. Also, das ist eine High-Waist-Hose in Blau mit Weiß. Von hinten, ich finde, macht sie auch einen guten Po, das ist auch wichtig. Und eine kleine Review, und zwar dieses Puma-Top habe ich beim ASOS bestellt in Aktion. Ich glaube, um 20% billiger. Da habe ich jetzt keinen Haul gemacht, weil es eben nur ein Teil ist. Aber das kann ich euch jetzt auch gleich dazu zeigen, dachte ich mir. Ja, und ich lege jetzt gleich einmal los mit dem nächsten Teil. So, das nächste Teil ist diese coole Jeans-Shorts. Ich suche schon so lange eine schwarze Jeans-Short und die ist echt mal mega. Denn die ist bequem, die ist stretchig, also die ist nicht ultra eng, weil die letzte Jeans-Shorts war leider schon enger. Aber die hat mir einfach so gut gefallen. Ja, hinten schaut sie so aus. Macht auch, finde ich, einen guten Po. Und dazu habe ich jetzt meine Overknee-Stiefeln kombiniert. Also das ist auch so ein Frühlingslook. Wenn man allerdings eine dicke Strumpfhose drunter zieht, könnte man das auch definitiv auch für den Winter anziehen. Wenn es halt nicht ganz so viele Minusgrade hat und einfach einen Pulli drüber ziehen, schaut sich auch cool aus. Also, wie gesagt, das ist auch ein Like von mir und das bleibt definitiv.
So, das ist das nächste Teil. Das hatte ich ja auch auf Instagram bei einer, ja, Instagrammerin gesehen und dachte mir, oh Gott, habe ich das jetzt bestellt oder nicht? Und dachte mir eigentlich, und danach war es ausverkauft, ne? Und ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber ich habe es. Dieser Jumpsuit ist einfach nur mega, mega, mega cool. Er hat hier, also kann man verstellen quasi, wie eng oder wie weit man es haben will. Er macht ein ur-super Dekolleté, weil eigentlich habe ich nicht so viel Brüste, aber es schaut so aus. Er macht mich extrem schlank, nicht nur weil er schwarz ist, sondern er ist so gut geschnitten und hier unten fällt er dann noch so fließend runter und auch mein Arsch schaut mega aus in den Teil und hinten, es gehört halt ein schwarzer BH getragen, aber sonst schaut der hinten auch dann noch so aus, das kann man binden, also absolut, absolut geiles Teil. Also ich liebe es. Es sieht so gut aus. Ich bin so happy, dass ich mit den genommen habe. So, und das ist mein letztes Teil. Und das ist auch absolut hammergeil. Also ich mag es. Ich liebe es so sehr. Es ist auch lustig, weil hier, wenn man es anzieht, bevor man es anzieht, ist alles so locker und so. Und dann schnürt mir hier dieses Teil und macht auf alle Fälle auch ein gutes Dekolleté. Schnürt sich das hier zur Masche. Diese Rafffalten, man denkt, okay, du hast keinen Speck, obwohl einer da ist. Finde ich toll, finde ich voll super kaschiert, extrem. Dann noch der Schlitz, aber auch nicht ein zu hoher Schlitz. Also ich habe es jetzt mit die Overknees kombiniert, aber ich denke, flachere schauen hier besser, also nicht zu Stiefelform. Aber ich denke, man kann es sich gut vorstellen. Von hier, von hinten schaut es auch so aus. Ich hoffe, man sieht das. Also ich finde es sehr vorteilhaft. Und ja, es ist nur leider langärmlich. Es hat Schulterpolster. Das muss man auch dazu sagen. Aber bei längeren Haaren fällt das fast nicht auf. So, man kann sogar verdecken. Ja, Langärmel ist bei mir immer sehr schwierig, da ich leicht transpiriere. Aber mir gefällt dieses Kleid. Ich muss es einfach haben. Und bei der nächsten Weihnachtsfeier, Silvesterfeier, Mädels, ihr wisst es, werde ich das bestimmt tragen, weil es einfach nur der absolute Knaller ist. Und es war nicht teuer und es macht so viel her mit diese Lyrex oder Lurex-Fäden, die was so glitzern. Ich finde das so cool. Ja, das war jetzt mein Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und folgt mir doch gerne auf Instagram, CoreLady83 oder auf TikTok, Pamela Schranz. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Oder folgt meinem Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Pamela.